Warum dürfen eigentlich Parteitage mit so viel 100 Delegierten in Zeiten stattfinden, in denen unser aller Alltag so stark eingeschränkt wird? Der Grund ist, dass Parteitage einen besonderen gesetzlichen Schutz genießen. Das Grundgesetz garantiert etwa den demokratischen Willensbildungsprozess von politischen Parteien. Das heißt zum Beispiel die Aufstellung von Wahlprogrammen oder die Wahl von Spitzenpersonal innerhalb der Partei. Außerdem fallen Parteitage natürlich unter die Versammlungsfreiheit. Parteien sind intern demokratisch organisiert. Das heißt, Parteitage, wo Wahlen stattfinden, wo Abstimmungen finden, sind das zentrale Element von Parteien. Und deshalb ist es nicht so einfach, einen Parteitag zu versagen. Parteitage werden zurzeit rechtlich sehr unterschiedlich behandelt. In Bayern zum Beispiel ist die AfD damit gescheitert, einen Parteitag zu veranstalten, denn das dortige Verwaltungsgericht hat den Parteitag verboten. Die Infektionszahlen seien so hoch und es würden so viele Delegierte aus dem ganzen Bundesland zusammenkommen, dass die Infektionsgefahr einfach so groß sei, dass der Schutz der Bevölkerung und der Schutz der Gesundheit hier das Recht der AfD überwiege, einen Parteitag abzuhalten. In Baden-Württemberg möchte die AfD Anfang Dezember auch einen Parteitag stattfinden lassen. Hier war es so, dass die Stadt zunächst diesen Parteitag verboten hat, in einem zweiten Schritt ihn dann aber doch erlaubt hat. Das Argument war, aus rechtlicher Sicht könne man das Abhalten eines Parteitages gar nicht so einfach verbieten. In Baden-Württemberg ist aber noch unklar, ob der Parteitag am Ende wirklich stattfinden wird, denn bislang gibt es noch keinen Ort dafür. Die Rechtslage in Nordrhein-Westfalen ist nun dagegen sehr klar. Die Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sagt ausdrücklich, dass Parteitage stattfinden dürfen, sofern sie den Corona-Maßnahmen, den Hygieneregeln entsprechen. Wenn einzelne Personen die Auflagen nicht einhalten, also zum Beispiel keine Maske tragen, dann wird das Ordnungsamt diese Personen des Saals verweisen. Und rein rechtlich ist es auch denkbar, den Parteitag ganz abzubrechen, wenn eine größere Zahl von Menschen sich nicht an die Maskenpflicht hält. Allerdings muss hier immer die Verhältnismäßigkeit auch gewahrt bleiben.